Hey Leute, habt ihr schon von der 75H-Challenge gehört? Mein ganzes TikTok ist voll davon. Wenn nicht, es geht so. Jeden Tag muss man für 75 Tage 3 Liter Wasser trinken, 2 45-Minuten-Workouts machen, eins davon muss draußen sein, 10 Seiten in einem Buch lesen, gesund essen und überhaupt einen produktiven Lifestyle haben. Wenn man an einem Tag nicht alle Aufgaben schafft, muss man wieder bei Tag 1 anfangen. Also, rafft euch auf, ihr werdet euch super fühlen. Und hier ist ein Day in My Life, sodass ihr einen Eindruck bekommt, wie genau diese Challenge abläuft. Also, let's go! Was die 75 Hard Days Challenge überhaupt ist. Ich habe mir jetzt hier erstmal eine Wasserflasche aufgefüllt. Würde ich empfehlen, auch so eine große Wasserflasche zu nehmen, weil dann muss man nicht so oft die Wasserflasche wieder auffüllen. Und ich bin jetzt auch erst bei meiner ersten Wasserflasche. Aber ich trinke mehr, wenn ein Strohhalm drin ist. Ich fange jetzt einfach an mit dem Indoor-Workout. Ich habe schon meine Sportsachen an. Ich bin ready. Und das Workout muss 45 Minuten gehen. Okay. Und das werde ich jetzt erstmal machen. Hier drinnen. Ich mache mal Chloe Ting Workouts. Die gehen meistens nicht so lange, aber muss ich ein paar mehr machen. Let's go! Morgens noch ein Workout gemacht hat, finde ich. Und so motiviert war für den Tag. Bin mal gespannt, wie es heute Nachmittag wird. Und jetzt gehe ich schnell duschen und danach habe ich einen Termin bei der Kosmetik. So, ich bin jetzt unterwegs zur Kosmetik und ich mache da immer so ein Peeling. Also es ist mit so Kräutern und dann wird das eingerieben in die Haut und dann ist das Gesicht ein bisschen rot. Also ich weiß noch nicht, wie ich gleich aussehen werde. Letztes Mal ging es voll, aber sie meinte, diesmal reiben wir ein bisschen fester rein, damit das auch schön alles wegmacht. Also es ging so Pickelmale, wie ich hier habe. Also die Haut, die pellt sich dann so einmal ab danach. Aber nach ein paar Tagen geht das dann wieder weg. Dann haben wir eigentlich voll schöne Haut. Ich frage mich ja immer, was man so machen kann oder was ich mache gegen Hautunreinheiten für reine Haut. Und ich blende euch mal hier ein, wie das heißt. Das gibt es bestimmt auch in Deutschland. Also es ist einfach so ein Kräuterpeeling. Und vielleicht könnt ihr es ja auch mal ausprobieren, falls ihr auch so Pickelmale habt. Also dafür ist es echt super. Ich muss dann dauernd auf Klo. Ich muss euch erstmal sagen, puedo ir al baño. Ich sehe aus wie eine Tomate. I see no difference.
Ja, jetzt machen wir noch ein gesundes Mittagessen à la 75 Hard Challenge. Ich glaube, ich mache mir ein Brötchen mit Avocado und Rucola. Ich liebe Rucola. Jetzt mein Gesicht ein bisschen abzudecken, weil ich, wenn ich so rot aussehe, also in echt ist es noch extremer, aber ich habe gerade so Concealer drauf zu machen und ich krieg's nicht verblendet. Es tut so weh, wenn ich mal anfasse. Ich probiere jetzt das hier ab. Also das ist wirklich, das ist kein Witz jetzt, ne? Das ist, wenn so Glasscherben eure Haut und so Nadeln würden so reinstechen. Wir machen jetzt den absoluten Feuerproben-Test. Ich nehme mir jetzt etwas Make-up und versuche es zu verblenden. Aua. Oh, das brennt so dolle. Warum? Letztes Mal hat es nicht so weh. So, jetzt ist mein fertiger Make-up-Look. Mein Gesicht brennt immer noch und meine Haare da reinhängen. Aber ich mache jetzt erstmal eine To-Do-Liste, was ich heute alles so machen muss. Oder ich schreibe generell erstmal alle Punkte auf, die mir bei der 75 Hard Challenge erledigen muss. Und dann kann ich schon mal abhaken, was ich heute schon gemacht habe. Und dann sehe ich auch, was ich noch machen muss. 75 Hard. Erster Punkt war Workout 1. Boom, abgehakt. Ah ja, gesund essen. Wartet. Dann soll man mindestens 3 Liter Wasser trinken. Oh, damit bin ich noch nicht ganz fertig. Aber ich bin auf einem guten Weg, Leute. Dann wollte ich gleich noch ein Valentinstagsbild machen. Weil heute ist auch Valentinstag. Das ist mein persönlicher Valentinstag, die 75 Hard Challenge. Dann haben wir noch 10 Seiten lesen. Sehr schwer. Man darf kein Hörbuch hören. Man muss wirklich lesen. Das mache ich sowieso gerne. Dann kein Alkohol. Das Schwerste für mich. Nein, Spaß. Also das ist kein Problem für mich. Kein Alkohol. Workout 2. 2, aber Outdoor. Das muss ich auch noch machen. Dann schaue ich später mal, was ich da noch so machen kann. Aber das ist meine To-Do-Liste. Und jetzt ziehe ich mich erstmal um. Weil ich wollte jetzt noch einmal in so ein Einkaufszentrum fahren und mein Valentinstagbild machen. Ich muss mal gucken, was ich jetzt überhaupt Pinkes zum Anziehen habe. Vielleicht kann ich mir mit Blumen machen oder irgend so einen süßen Teddy. Mein Valentine, Leute. Pinke Schuhe, pinke Jacke, pinke Tasche. Und wenn ich gleich wiederkomme vom Valentinstag-Shooting, muss ich mein zweites Workout machen. Erdbeeren. So, ich bin back und ich war erfolgreich. Die perfekte Location gefunden. Alles war pink. Mein Valentinstag-Bilder-Shooting. Und jetzt gerade mache ich mir Erdbeerchen. Weil ich muss ja gesund essen. Und mir ist leider nichts Besseres eingefallen als Snack, als nochmal Reiswaffeln mit jetzt diesmal aber Erdbeeren. Präsentiere meinen healthy Snack. Mehr oder weniger healthy, aber wird schon passen. Ich habe übrigens nicht viel gekauft im Shopping Center. Ich habe nur eine Sache für meine Oma gekauft. Die bringe ich ihr mit, aber das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich weiß, dass sie das sieht. Viele Grüße, Omi. Und ich muss jetzt mein zweites Workout machen. Und das muss ich machen, bevor es dunkel wird. Aber ich ziehe es jetzt einfach durch. Okay, vamos. Ich muss mich schnell umziehen und dann gehe ich nach draußen. Workout-Set Nummer 1. Woo, 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 woo. Motivation. Meine Leggings an. Stretching. Und mein Lululemon Jacket. Was ist von Gymshark Lululemon. Und ja. So, hier ist meine Hiking-Strecke. Hier campen immer ganz viele. Voll schön, das ist Meer. Aber man sieht es gerade irgendwie nicht. Doch, da durch die Bäume könnt ihr gucken. Vamos! Es geht hier steil bergauf, deshalb gehe ich nur ein bisschen. Rennen ist mir zu anstrengend. Bei dem müsst ihr auch nicht die ganzen 45 Minuten durchrasen hier, weil das wäre mir auch zu anstrengend. Man kann zwischendurch einfach schnell gehen. Also ein bisschen schneller können wir schon, Leute, ne? Wow, es geht bergab! Oh Gott. Dann den Berg runter. Läuft so wieder hoch. Okay, los.
Man darf schon nicht hinfallen, Leute, weil ein bisschen hoppelig hier die Strecke. Boah, ich freue mich schon so, wenn wieder ins Meer kann. Guck mal, wie schön das aussieht. Hätte ich mal einen Workout im Meer machen können hier. Schwimmen. Ich weiß auch nicht, wo ich hier gerade gelandet bin. Ich bin von da oben hier runtergelaufen. Und ich kann nicht mehr. Es war extrem anstrengend. Ich bin 45 Minuten jetzt hier rumgelaufen. Aber es hat Spaß gemacht irgendwie am Ende. Ist immer so. Am Anfang war gar kein Bock, so Sport zu machen. Wenn man es dann macht, dann macht es Spaß. Danach fühlt man sich gut. Okay, zweites Workout-Check. Jetzt laufe ich langsam wieder zurück nach Hause. Und später muss ich ja noch meine 10 Seiten lesen. Dann mache ich mir gleich mal gemütlich. Und ja, ich gehe mir. Okay, ich bin wieder zurück zu Hause. Ich habe mich schnell umgezogen. Bin jetzt in meinem gemütlichen Jogginganzug. Und ich wollte einen Valentine's Day Snack machen. Und ich wollte aber trotzdem hier ein bisschen mein gesundes Essen essen für die Challenge. Deshalb habe ich Schoko-Erdbeeren gemacht. Ich habe die wieder verwertet, die ich heute Morgen schon angebrochen habe. Ich hatte keinen Bock, die jetzt nochmal in den Kühlschrank zu packen. Und jetzt mache ich noch so Herzchenpizza. Wir haben nämlich so dünne Pizzaböden. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch als Healthy Food zählt. Herzenpizza für Valentinstag. Da kommt jetzt noch ganz viel frisches Gemüse drauf, damit wir auch gesund bleiben. So Paprika und so. Herzenpizza ist jetzt im Ofen. Und ich gehe jetzt meine 10 Seiten lesen. Ich glaube, das ist das Einfachste an dieser Challenge. Die gefällt mir. Bett ist frei. Mal sehen, was ich denn schon heute so gemacht habe. Wo ist denn meine To-Do-Liste? 3 Liter Wasser kann ich immer noch nicht abhaken. Aber dafür Valentinstags Bild. Workout 2. Jetzt mache ich 10 Seiten lesen und danach hacken wir das auch ab. Ich weiß jetzt noch nicht, in welchem Buch ich lesen soll. Ich glaube, ich lese halt mal ein neues Buch. Aber ich weiß gar nicht, ob ich nur 10 Seiten lesen kann. Also ich lese meistens viel mehr, aber egal. A Good Girl's Guide to Murder heißt das Buch. Okay. Seite 1. Ich habe es geschafft. Wer hätte es gedacht? Ich habe ein bisschen weiter gelesen noch. Also das Buch fängt bei Seite 9 an. Der vordere Klatsch ist nur irgendwas. Und ich bin jetzt bei Seite 27. Und jetzt gucken wir, ob die Pizza fertig ist. Aber müsste eigentlich sein. Ich habe was Rucola drauf gemacht. Juppie! Hallo aus meinem Badezimmer. Wir haben ein kleines Abschminkproblem. Wenn ich meine Haut anfasse, macht's auch. Es tut so weh. Und ich, ist es auch so, als wäre meine Haut so gespannt. Jetzt habe ich so 2 Wäscheklammern und das so festgeklebt. Jetzt hätte ich Botox oder so. Ah, hallo. Aber... Ich abfasse, es brennt so dolle. Und gerade eben auch nach dem Laufen, ich dachte, mein Gesicht brennt. Also ich glaube von der frischen Luft und so. Weil nämlich letztes Mal, als das Peeling noch nicht so stark war, da war auch schon richtig das Problem mit Wasser. Es brennt richtig. Ah. So, wir können auch mal schnell von meiner To-Do-Liste abhaken, was ich heute so erledigt habe. 75 hard. Ich habe erledigt. Workout 1. Gesund essen. Ja, die Schoko-Erdbeeren zählen nicht. 3 Liter Wasser, boah, kann ich auch abhacken. Wirklich, ich musste so oft auf Klo heute. 10 Seiten lesen, kein Alkohol. Es war so schwer, hab ich das nur geschafft. Workout 2 und das war's. Wuhu, ich hab's geschafft. Bin echt schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Es war halt schon anstrengend, vor allem die 2 Workouts. Aber es ist cool, so als Challenge. Ich finde nur, die ist sehr lang, wenn man das 75 Tage hintereinander macht. Vor allem, wenn man es einen Tag nicht macht, dann muss man da ganz von vorne anfangen. Ich blute an meinem Finger. Ah! Wow, 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 wow. Kennt ihr dieses Lied? This girl is on fire. Ja, so fühlt sich meine Haut gerade an. On fire. Holy guacamole. Jetzt nur noch irgendwie meine Augen hier abschminken. Was ist ja eigentlich mit meinem Druck passiert? Okay, das geht. Ready. So, ab ins Bett. Eure Lieblingstomate ist jetzt im Bett. Ich ziehe mir jetzt noch meinen Schlafanzug an, dann gehe ich
schlafen. Also ich muss sagen, ich fand die Challenge echt cool. Falls ihr mitmacht die Challenge, dann schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet oder wie lange ihr die Challenge schon macht. Ich glaube, das Schwierigste finde ich sogar das ganze Wasser trinken, weil ich musste noch nie so oft auf Klo wie heute. Aber es hat Spaß gemacht. Ich finde, man fühlt sich nach Workouts immer gut. Lasst gerne meinen dicken Daumen nach oben da für meine Power bei meinen beiden Workouts heute. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ihr müsst einfach nur unten auf den roten Abonnieren-Button drücken. Dann seid ihr schon in der Mami-Family dabei. Und bald, also es heißt bald, aber hoffentlich bald, können wir daneben den silbernen Playbutton einen goldenen hängen. I love you! Okay, ich gehe jetzt mal schlafen, Leute. Und das war's mit dem Video. Bis zum Video jetzt. Gute Nacht!